Na, noch wach? Läuft. Ja, ich forsche mittlerweile, also eigentlich habe ich mich die letzten Tage so ein bisschen gefragt, Science Slam, war das wirklich eine gute Wahl? Weil, so wie ich das Konzept verstanden habe, ist es ja so, dass man seine eigene Forschung auf lustige Art und Weise präsentieren muss. Und ja, im Moment forsche ich eigentlich hauptsächlich zu Darstellungen von Gewalt gegen Frauen und ich dachte so, ist eigentlich kein lustiges Thema. Also habe ich gedacht, ich bringe ein bisschen so das abstrakte Thema von meiner Dissertation mit und in meiner Dissertation habe ich mich mit dem Einfluss von Sprache auf zum Beispiel Denken, Einstellungen und Handeln beschäftigt. Ja? Tatsächlich ist das Interesse für Sprache bei mir schon ein sehr altes. Denn wenn man meinen Nachnamen hat, dann will man sich irgendwann fragen, warum lacht die halbe Welt, wenn man sich vorstellt. Ja, und tatsächlich habe ich irgendwann mit 14 oder so in ein etymologisches Wörterbuch geschaut und geguckt, was mein Name eigentlich bedeutet. Und ja, tatsächlich, er stammt vom Vogel ab, der Schnepfe. Ja, und es ist auch tatsächlich ein Derogativ, das heißt, der Name wurde Personengruppen als mehr oder weniger Beleidigung vergeben. Und zwar an Personen, denen man Attribute der Schnepfe zugeordnet hat. Ja, was ist die Schnepfe? Die Schnepfe ist ein Vogel, der in Sümpfen lebt, ja, und der sich über lange Beine und einen langgeraden Schnabel auszeichnet. Und ihr seht natürlich, was auf meine Familie zutreffen muss. Ich bin extrem groß. Ja, aber mittlerweile, also früher habe ich immer gedacht, mein Nachname ist ein Grund zu heiraten und wahrscheinlich auch der einzige. Aber ja, mittlerweile verstehe ich mich als Botschafterin der Schnepfe und ich mag euch zeigen, warum. Ihr könnt auch klatschen. Okay. Ja, tatsächlich war das auch das Tempo meiner Dissertation. 3 Schritte vor, 2 zurück. Läuft. Ja, was habe ich gemacht? In meiner Dissertation habe ich mich eben mit Framing-Effekten beschäftigt. Framing bedeutet eigentlich, grob gesagt, man kann die gleiche Situation, den gleichen Gegenstand auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Ja? Salopp gesagt, manche sagen so, andere sagen so. Ja? Es gibt 2 Hauptformen von Framing. Eine davon ist das sogenannte Equivalency Framing oder auf Deutsch Äquivalenz Framing. Ja, das bedeutet, das war noch gar nicht der Witz, aber yay. Das bedeutet, dass man ein und dieselbe Situation logisch äquivalent, aber semantisch unterschiedlich ausdrücken kann. Ja, das bedeutet, man kann entweder sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Und wir wissen alle, das ist davon abhängig, wie viel Gläser man vorher hatte. Ja, die andere zentrale Form von Framing ist das sogenannte Emphasis Framing. Das bedeutet tatsächlich, dass man zum Beispiel über die Wortwahl oder das Themensetting bestimmen kann, welche Aspekte eines Objekts oder einer Situation hervorgehoben werden, welche unterdrückt werden. Ja? Und in dem Ansatz würde man sich eher die Frage stellen, nennt man dieses Gefäß Glas oder Vase? Und wenn man dies tut, welche Effekte hat das auf der Rezipientenseite? Oder, tja, was soll ich sagen, sollte man Kölsch Bier nennen oder ist es Pipi? Oh, Stimmung kaputt. Okay, ich habe mich beim Emphasis Framing, das war kritisch. Ich habe mich beim Emphasis Framing so auf 2 Formen beschränkt und die mir genauer angeguckt. Das eine war das metaphorische Framing oder Metaphern Framing. Das kennt ihr alle aus dem Schulunterricht. Da wird ein Begriff im nichtwörtlichen Sinne verwendet, um ein anderes Phänomen zu beschreiben. Also zum Beispiel, dass man sagt, das Mitochondrium ist das Kraftwerk der Zelle. Wir haben eben festgestellt, wie wichtig Zellen sind in unserem Leben. Mit dieser Metapher verstehen wir, also wir sind in der Lage, die Attribute, die Funktionsweise von einem Energiekraftwerk auf die Funktionsweise des Mitochondriums in der Zelle zu übertragen und in der Regel versteht man es dann besser.
Ja, die andere Form, auf die ich mich fokussiert habe, nennt man konzeptuelles Framing. Das ist so ein bisschen ähnlich, nur dass die Begriffe in wirklich ihrem wörtlichen Sinne benutzt werden. Da habe ich ein Beispiel gefunden in der ZDF-Mediathek, das spricht für sich. Zum Beispiel für den gleichen Haufen hier: Männer sehen Geschirr, Frauen Abwasch. Ihr seht, gleiches Phänomen, unterschiedliche Benennungen und es werden unterschiedliche Handlungen nahegelegt. Ja, tatsächlich habe ich mich vor allem auf Metaphern in der Politik, generell Framing in der Politik, im politischen Diskurs beschäftigt. Und ich dachte, ich kann euch jetzt ein paar Folien über so Befunde von mir zeigen mit marginal signifikanten Effekten oder ich lasse einfach den Meister der Metaphern reden. Form, die jetzt zeitgemäß ist wie keine andere, die eine quasi osmotische Verbindung zur Wirklichkeit herstellt, wo die progressiven Kräfte rein diffundieren können in die Partei, wo wir die Energie aufnehmen können, wir aber gleichwohl wie durch eine Membran getrennt sind von einer reinen Bürgerbewegung. Wir sind keine Bürgerbewegung mehr. Wir sind eine politische Kraft, die den Auftrag zur Gestaltung hat. Für diese Zeit sind wir gegründet worden und jetzt lösen wir es ein. Ja, bei Robert Habeck treffen sich immer zwei meiner Hauptthemen während der Dissertation, Verständlichkeitsforschung und Metaphern. Ich wundere mich immer über Leute, die sagen, der Robert, der kann so gut sprechen, weil ich finde immer, wer das sagt, der denkt auch, dass Herbert Grönemeyer gut singen kann. Nein, ich mag ihn. Aber was man hier ganz gut sehen kann, er hat ein paar Dinge nicht bedacht. Und das ist, unter welchen Bedingungen Metaphern im politischen Diskurs zum Beispiel gut wirken. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Metapher bekannt ist, was auf Osmose nicht ganz so zutrifft. Es ist auch gut, wenn die Metapher auf der Rezipientinnenseite mental verfügbar ist. Und mit das Allerwichtigste, wenn sie zu dem Phänomen, was wir rahmen wollen, passt. Also die Passung zur Zieldomäne. Ja, was auch nicht ganz abträglich ist, ist, wenn die Metapher ein bisschen emotional geladen ist. Das hilft häufig bei der, beim Merken und bei der Verarbeitung. Ich habe mir aber ja nicht nur Metaphern-Framing angeguckt, sondern auch konzeptuelles Framing. Und da habe ich mir zum Beispiel so den Fall der Enteignungsdebatte angeguckt. Ich habe auf der Toilette auch so ein paar Aufkleber gesehen, wo die das auch angesprochen haben. Also es ist immer noch ein relevantes Thema. Ihr erinnert euch also alle, in Berlin gab es mal die Debatte, ob man halt große Wohnungsbaukonzerne quasi enteignen darf. Und ein Frame, der da sehr salient war, war eben dieser Enteignungsframe. Und der hat häufig auch so Schreckensszenarien einer sozialistischen Planwirtschaft hervorgerufen auf der einen oder anderen Seite. Man hätte die ganze Maßnahme eigentlich sprachlich auch Rückkauf nennen können, denn letzten Endes wurden die Wohnungsbauunternehmen ja auch kompensiert. Also habe ich mich gefragt, würde es einen Unterschied machen, wenn ich dieselbe Maßnahme als Enteignung oder als Rückkauf labele? Und was machen wir als PsychologInnen, wenn wir sowas wissen wollen? Wir machen Experimente. Aber nicht solche Experimente, sondern solche Experimente. Das heißt, wir kreieren einen und denselben Text über die gleiche politische Maßnahme und wir nennen sie eben, muss ich das richtige Ding treffen. Wir nennen es entweder also die gleiche Maßnahme Enteignung oder zum Beispiel Rückkauf und fragen die Leute, was sie davon halten. Also genau genommen befragen wir 10 Leute und verallgemeinern diesen Befund auf die gesamte Bevölkerung und deswegen haben wir auch eine Replikationskrise. Kleiner Spaß, wir befragen schon 20, bisschen Qualität muss sein. Das habe ich auch gemacht und habe festgestellt, dass tatsächlich die Maßnahme, wenn sie als Rückkauf beschrieben war, auch beliebter war. Und dann habe ich mir noch angeguckt, macht es irgendwie einen Unterschied, wo man auf dem politischen Spektrum steht, also ob man eher links oder rechts eingestellt ist. Und da hat sich so ein bisschen Kernproblem der Linken gezeigt, nicht dieses Kernproblem. Es hat sich gezeigt, die Linken mochten
die Maßnahme auch mehr, wenn sie als Rückkauf bezeichnet wurde, was irritierend war, weil der Begriff ja eigentlich von links kam. Okay, was gebe ich euch mit auf dem Heimweg, wenn ihr eine Sache erfolgreich framen wollt, ihr wollt einen erfolgreichen Frame einführen, dann überlegt euch genau, was ist eure Zieldomäne und passt das Wort, das ihr verwendet, auf eure Zieldomäne und die Verhaltensweisen, die ihr haben wollt. Ja? Nutzt bekannte Wörter und vermeidet negative Konnotationen, also so einen negativen Beigeschmack, es sei denn, ihr wollt negative Effekte. Dankeschön. Wie frame ich am besten? Julia Schnepf! Und ein letztes Mal...